Hallo und herzliches Willkommen bei Seismic Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute kam das neue GTA Online DLC, das Shop DLC, sehr, sehr weird. Das ist das Winter DLC für dieses Jahr. Wir gehen heute einfach nur rein, ich zeige euch alles, deswegen würde ich sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht mehr rund ums komplette GTA Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir gehen rein in GTA Online, here we go. So, wir spawnen in GTA Online, here we go. Und wir bekommen direkt so ganz viele Dinger hier an der Seite, aber das ist uns relativ egal, denn wir fangen an mit den neuen Fahrzeugen, weil die neuen Fahrzeuge sind insane, das könnt ihr mir glauben. Wenn wir hier nämlich in Online reingehen, ich habe eigentlich gerade einen Controller extra dafür angemacht, und dann hier reingehen, sehen wir die ersten 2, 4, 5 neuen Fahrzeuge, Sportwagen, richtig cooler SUV, sehe ich mich sehr. Wir werden das heute Abend alles tunen, höchstwahrscheinlich im DLC, deswegen heute Abend, wenn wir streamen, kommt gerne rein. Denn hier so einen Wagen fühle ich nicht so krass, jetzt ehrlich gesagt. Neuer Hellcat. Ich zeige euch später auch noch unveröffentlichte Fahrzeuge, also bleibt bis zum Ende dran. Es wird crazy. So, das sind die Fahrzeuge. Dann gehen wir natürlich noch zu dem wunderschönen South Central Müll. Und dort haben wir diese ganzen neuen Fahrzeuge. Hier sehen wir schon, das DLC ist wirklich Shop. Hier ist ein neuer Benz. Da seht ihr. Neuer alter. Ja, ich glaube Chevrolet ist das. Hier haben wir auch einen neuen Ford GT. Hier haben wir auch nochmal einen neuen SUV. Digga, ich liebe SUVs. Oh mein Gott, das ist dieser Dings, wo du die Tür so aufschieben kannst. Das wird mein neues Favoritenauto. So ein Oldtimer und ein Karin. Ja, das war mal so eine Standikiste, ne? Aber das Heftigste, was auch heftig im Titel steht, wir können Polizeiautos kaufen. Ich weiß nicht, ob das ein neues ist, aber auf jeden Fall können wir zwei neue Polizeifahrzeuge besitzen und halt auch diesen fetten Riot. Der, das ist richtig geil, da freue ich mich richtig drüber. Wir können endlich Polizeiautos besitzen, wie man hier sehen kann. Sogar auch hier mit diesem Innenraum und so weiter. Das ist freaking geil. So, hier haben wir auch schon die Werbung gesehen. Es gibt ein neues Gebäude, nämlich diesen Schrottplatz. Können wir sehen, 5 insgesamt. Ja, damit habt ihr dann halt den GTA 4 Charakter, was ich richtig geil finde. Hier oben müsste auch irgendwo noch ein Schrottplatz sein. Genau hier ist noch einer. Ich glaube, nee, das ist mal der teuerste. Vielleicht der hier oben. Ja, nee, ist der billigste, weil es so weit oben ist. Ich glaube, das hier ist der teuerste. 2,6 Millionen ist der teuerste, der hier. Aber ja, das sind die neuen Gebäude. Und ich glaube, das war es auch erstmal soweit mit den ganzen neuen Sachen. Ja, eine Sekunde. Hier ruft uns auch jetzt gerade Yusuf an. Der hat sich mies verändert. Aber geil, Yusuf ruft uns einfach in GTA 5 an. Das ist einfach freaking geil. Damn, freue ich mich gerade darüber. Und wir legen aber auch jetzt erstmal auf, weil wir haben hier auch jetzt Feuerwerk bekommen, ein Partyhut und ein Suit. Ich zeige euch gleich unveröffentlichte Fahrzeuge und so weiter, das wird gleich crazy. Aber wir kaufen uns jetzt einmal ganz schnell das Gebäude, weil wir können da, glaube ich, eine richtig fette Garage mit reinhauen. So, das hier ist unsere Werkstatt, wir machen die einfach mal so richtig schön grün. Handelspreise, bam, keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Abschleppwagen wollen wir. Und ein 2, oh, wow, wow, natürlich ist der billiger hier, aber der ist teurer, deswegen nehmen wir den hier. Wandtresor hauen wir mit rein und das Personal, bam, kaufen wir 1-1, ja, ist einfach nur, oh, geilomatico, naja, was rede ich hier schon wieder, Yusuf, hör mich an anzurufen, ich weiß, dass ich deinen Schrotthandel gekauft habe, aber das können wir erst heute Abend machen. Weil, ja, muss so. Das können wir verfügbare Immobilien. Ich weiß nicht, ob wo jetzt die neuen Garagen sind. Es gibt auf jeden Fall Garagen mit 100 für 100 Fahrzeuge, eher gesagt. Aber keine Ahnung, wo die sind. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den unveröffentlichten GTA Online-Fahrzeugen. Da sind so kranke Dinger dabei. Schaut es euch an. So, wir fangen einmal an mit diesem wunderschönen Fahrzeug. Sieht mir sehr stark nach so einem Ford aus, den wir auch in GTA 6 gesehen haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie jedes GTA 6 Fahrzeug hier in GTA Online reinhauen, ein bisschen wack. Dann haben wir so einen richtig geilen Real-Life Jeep. Oh, ich liebe es, wenn so richtig detailreiche Real-Life Autos in GTA Online reinkommen. Dann haben wir hier so einen Cadillac nochmal, auch aus dem GTA 6 Trailer. Dann so einen hier, das ist so ein Dodge Ranger oder so, keine Ahnung. Dann so ein Christmas LKW. Bin ich gespannt, was sie damit machen. Und jetzt einfach den Hellcat Police Car aus GTA 6.
Was, also ich weiß ja nicht, was ich damit vorhabe, aber ich bin schon mies hyped, ne? Und nochmal einen neuen Range Rover. Auch ganz cool. Insgesamt sind es 7 neue Fahrzeuge, die jetzt Dripfeed sind. Und was extrem verrückt ist, wir werden einfach so ein GTA 6 T-Shirt haben können. Also, Digga, so sieht das dann angezogen aus. Das ist cool, Rockstar. Das ist sehr, sehr cool. Feier ich extrem. Und anscheinend gibt es auch jetzt so neue Kennzeichen, so Sprunk, Ecola und so weiter. Auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, hier sieht man nochmal Ecola und Sprunk. Also, die machen jetzt echt nochmal viel mit GTA Online, aber ich weiß ja nicht, ob ich das so krass fühle, ehrlich gesagt. Ich will GTA 6 haben. Bin gespannt, ob sie heute überhaupt einen Trailer raushauen, aber ja. Und die neue GTA Online-Waffe wurde auch schon gefunden. Ich zeige es euch direkt. Wir müssen dafür nur noch mal schnell auf Twitter gehen. Hier sehen wir auch den Ranger. Den können wir anscheinend auch kaufen. Diesen Police Ranger ist, denke ich mal, auch ganz cool. Ist halt ein Park Ranger, aber cool. Und hier sehen wir die neue Battle Rifle. Sieht ein bisschen aus wie eine AK und eine M4. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das sein soll. Die Kosten stehen hier leider nicht dazu. Aber ja. Sieht ganz nice aus, würde ich sagen. Sorry, ja, ich muss irgendwie auf 8 Minuten kommen. Es ist Vincent Back. Einfach Vincent, der anscheinend jetzt ein Cop ist. Digga, ich bin richtig hyped drauf. Ich werde, also nicht so richtig hyped so, aber ich bin schon hyped so. Hier gibt es auch irgendwelche neuen Challenges bei PS5 Edition. Könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr eine habt. Wir werden das heute Abend auf PC streamen, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Wir müssen jetzt irgendwie noch ein bisschen kurz labern. Wir können dann noch mal kurz in die GTA Online-Tab reingehen, ob es da vielleicht irgendwas Neues gibt. Also ich muss wirklich sagen, geil, dass wir jetzt Polizeiautos kaufen können, ne? So, hier sehen wir sie auch. Es ist freaking egal. Ja, wir müssen dafür, glaube ich, erstmal ein paar Dinger machen, um diese kaufen zu können. Ah, dann habt ihr einfach GTA Online Polizeiautos. Und hier sehen wir auch nochmal so einen Pullover. Den hat eigentlich nur Rockstar Games Entwickler bekommen, so in Real Life. Und jetzt hat man den einfach den ganzen Spielern in GTA Online gegeben. Feier ich, mal mich, mul mich. Ja, dann hier sieht man auch nochmal insgesamt 5,4 Millionen haben wir auch gerade selber gemacht. Ist gekauft schon mal für den Stream heute Abend. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Es gibt so viele neue Fahrzeuge. Es gibt so viele neue Inhalte. Auf PlayStation 5 hat man natürlich noch mal viel, viel mehr mit dem neuen Interaktionsmenü, was ich jetzt aber auch nirgendwo bisher gesehen habe. Aber ja, ich muss wirklich sagen, gefällt mir gar nicht der Range Rover. Ich gehe jetzt noch mal schnell durch. Der neue Ford GT. Richtig geil. Richtig geil. Sogar als Cabrio. Der hier, Meta. Liebe ich. Ja, bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass sie den jetzt schon reinhauen. Eigentlich sollte der erst mit GTA 6 kommen, finde ich. Wie gesagt, der ist cool. Bin ich auch gespannt, was sie damit machen. Und wir werden einen verdammten Dings haben. Christmas Truck. Ich bin gespannt, was der macht, ob der einfach nur rumfährt, ob man sich den kaufen kann. Den hier habe ich ja jetzt bisher noch gar nicht gesehen. Achso, nee, das ist der Karin, den man jetzt kaufen kann, genau. Das sind hier die neuen Fahrzeuge, den kannst du jetzt auch schon kaufen. Sieht auch ganz cool aus, werden wir heute Abend alles testen. Und ja, gut, ich glaube, das sollte jetzt reichen. Gut, ich hoffe, ich habe soweit nichts vergessen. Wenn doch, schneide ich das jetzt hier nochmal irgendwo mit rein. Ich würde sagen, like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das neue GTA Online DLC spielen werdet. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr ums komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend in einem GTA Online-Livestream. Bis dahin, ciao, ciao.